Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Road to Glory Folge. Es geht rein in die nächste Weekend League und damit in die erste Weekend League, die wir mit einem Fun-Team durchziehen. Ich habe ja schon in den letzten Episoden immer mal wieder gesagt, dass es für mich keine richtigen Fun-Teams werden, weil ich trotzdem starke Spieler einbauen will. Aber diese Woche war es definitiv ein Fun-Team, denn wir haben nicht nur Marcelo im Sturm gespielt, sondern auch Mondi. Marcelo kann man schon mal im Sturm spielen, aber Mondi hat eigentlich nicht wirklich Stürmerwerte. Trotzdem haben wir es diese Woche getan. In der 4-2-2-2 Ingame haben wir Marcelo rechts als Stürmer gespielt und Mondi links als Stürmer. Ansonsten vielen Dank fürs Feedback der letzten Folgen. Wenn auch die heutige Folge euch gefällt, was ein Deutsch, dann lasst einen dicken Like. Da würde mich freuen, wenn wir heute die 5000 Likes für dieses epische Video packen würden. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ihr wisst Bescheid, 30% meiner Zuschauer haben meinen Kanal noch nicht abonniert, dann lasst unbedingt ein Abo, da würde mich definitiv freuen, ihr Schlingel. Und dann schauen wir uns mal so ein bisschen das Teambuilding an. Wir haben gemeinsam am Sonntag, glaube ich, ja, das Team gebaut. Ich wollte eigentlich schon am Samstag streamen, aber die Server waren ja eine absolute Katastrophe am Wochenende. Die waren am Freitag schon teilweise down, am Samstag waren sie mehrere Stunden down, dann Sonntagmorgens waren sie wieder eine Weile down. Es war wirklich ein Trauerspiel am Wochenende, deshalb wurde die Weekend League auch um 24 Stunden verlängert. Meiner Meinung nach hätte man die eigentlich um 48 Stunden verlängern müssen, so lange wie die Server immer down waren, aber machst du nix. Ohne Witz, ich habe am Sonntag echt gestruggelt und mir überlegt, die Weekend League nicht zu spielen, weil die Server dermaßen oft down waren und ich wusste dann halt nicht, ob es wirklich Sinn macht, sich ein Team zu bauen und dann vielleicht gar nicht die Weekend League zu Ende zu spielen. Einfach deswegen, weil die Server andauernd down gegangen sind, aber ja, wie sich am Ende herausgestellt hat, soll es sich lohnen. Wir haben auf jeden Fall hier eine SBC abgeschlossen. Das habe ich ja in den letzten Monaten nie gemacht, aber dadurch, dass wir jetzt jede Woche mit einem neuen Team spielen, dachte ich mir, kann man den auf jeden Fall mal mitnehmen. Es geht um den Shapeshifter Zakaria von Borussia Mönchengladbach mit unfassbar geilen Werten. 88 Tempo, dazu ist er 1,91 groß, ingame eine absolute Maschine, ein richtiger Schrank. Und dazu hat er einen Link zu Mbabu. Ganz am Ende vom Video gibt es natürlich noch eine Teambewertung. Die habe ich direkt im Stream dann aufgenommen. Die habe ich euch hinten dran geschnitten. Da werde ich zu jedem einzelnen Spieler noch ein bisschen was sagen. Ursprünglich habe ich dann mit Manuel Neuer geplant, aber es sah einfach so nice aus, diese Kombination aus den grünen Karten und aus den Icon-Karten. Deswegen habe ich auch diese Woche mal wieder Fandasar gezockt. Ich bin mir relativ sicher, dass das das letzte Mal war für die nächsten paar Wochen. Denn der war einfach nicht so stark wie auch schon in den letzten Wochen. Aber er war in Ordnung. Er war in Ordnung. Und dann ging es rein in die Weekend League. Nach 15 Spielen standen wir 14-1. Und die letzten 15 Spiele habe ich dann wieder on stream durchgeballert. Und ihr habt es eben schon gehört. Ich habe mit Marcelo und Mondi im Sturm gespielt. Was die zwei Karten da abgerissen haben, war einfach nur krank. Also ich finde, das Team sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Aber das sind halt echt ein paar Karten drin, die jetzt nicht super geil sind. Also Marcelo und Mondi im Sturm, ja, es ist auf jeden Fall Geschmackssache, ob man die da spielt. Mondi habe ich einfach deswegen im Sturm gespielt, weil wir auf FGU, auf unserem Hauptkanal, den Mondi auch als Stürmer gespielt haben und da ist der extrem abgegangen und deswegen wollte ich den unbedingt mit Marcelo zusammen im Sturm spielen, deswegen die Entscheidung dazu. Ansonsten, neben den beiden Außenverteidigern im Sturm haben wir auf den Zehnern links Kenz gespielt, der ja ein Upgrade bekommen hat auf eine 84. Richtig, richtig geile Karte. Ich liebe diesen Typen über alles. Das ist zu krass. Und rechts haben wir natürlich den guten alten Rashica von meinem Lieblingsverein Werder Bremen. Den musste ich natürlich einbauen, wenn man schon mal die Chance als Werder-Fan hat, in dieser Saison eine Special-Card von seinem Verein zu spielen. Dann muss man das unbedingt machen, denn ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da bis zum Ende des Jahres keine Special Cards mehr dazukommen werden. Zumindest keine Informs. Aber ja, wir werden mal schauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Werder noch den Klassenerhalt packt. Aber dazu, ja, vielleicht mal ein anderes Mal mehr. Egal. Wir haben einfach beim Stand von 15-1 gegen einen Gegner 6-1 verloren. Also so hoch habe ich schon seit Monaten, wenn nicht Jahren, nicht mehr verloren. Glaube ich zumindest. Also 6-1, das war eine ganz, ganz üble Packung. Da waren auch ein paar sehr, sehr merkwürdige Tore dabei, gar keine Frage. Aber 6-1 war schon echt eine Hausnummer. Und hier seht ihr, warum ich Fandasar einfach hasse. Einfach wieder den schlimmsten Patzer rausgehauen. Der Gegner schießt, er hält ihn eigentlich gut, aber lässt ihn dann wieder einen Meter von sich abprallen und dadurch kassieren wir. Am Ende gewinnen wir das Spiel dann trotzdem noch mit 3-2
und stehen dann relativ solide 16-2. Vor der Weekend League, beziehungsweise als ich das Team gebaut habe, habe ich gesagt, ich wäre mit Gold 1 absolut zufrieden, denn wir spielen mit zwei Außenverteidigern im Sturm, mit Marcelo, der glaube ich 81 Abschluss hat, und mit Mondi, der 72 Abschluss hat. Also Stürmer sind das auf jeden Fall nicht. Klar, es sind auch keine Linksverteidiger mehr, dadurch, dass sie eine Shapeshifter-Karte bekommen haben. So ist es halt eigentlich auch nicht. Aber Stürmer sind sie auf gar keinen Fall, meiner Meinung nach. Aber trotzdem, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, einfach mal mit so einem Team zu zocken. Und dadurch war halt irgendwie der Druck komplett weg. Ich weiß auch nicht, was das in mir ausgelöst hat, aber es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht, mal mit so einem Fun-Team zu spielen. Und ja, ich bin der Meinung, dass es definitiv die richtige Entscheidung war, auf Fun-Teams bzw. auf sich wechselnde Teams umzusteigen und nicht das ganze Jahr immer mit demselben Team zu spielen. Ohne Witz, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Weekend League und bin gespannt, was wir uns da wieder für ein geiles Team bauen können. Und ja, wir standen dann 17-3. Die drei Niederlagen merken wir uns mal. 17-3, auf jeden Fall ein stabiles Ergebnis mit meinem Pay-to-Win, ist der falsche Ausdruck, aber mit meinem Meta-Weekend League Team, sage ich jetzt einfach mal, stand ich eigentlich auch immer so 17-2, 17-3. Das ist eigentlich so der Klassiker bei mir. So stehe ich eigentlich fast jede Weekend League. Deshalb war ich ziemlich froh, dass ich auch mit dem Team 17-3 stand. Und es lief echt ordentlich. Ich habe, wie gesagt, die letzten 15 Spiele alle on-stream durchgeballert. Grüße gehen raus auf jeden Fall an meine Twitch-Zuschauer, die Ehrenbrüder. Wenn ihr mir noch nicht auf Twitch folgt, Link ist unten in der Videobeschreibung, würde mich auf jeden Fall freuen. 15 Spiele im Stream durchgeballert, ich glaube wir waren 5 Stunden online, aber es hat auf jeden Fall auch Bock gemacht. Um 19 Uhr kam dann der gute alte Mackay Steven Shapeshifter raus. Das ist eine absolute Legende von früher, FIFA 15, FIFA 14, FIFA 13, da hatte der auch eine richtig geile Silberkarte mit 5-Star Skills und den hat man damals echt gerne gezockt. Deswegen musste ich den auch direkt abschließen, hat glaube ich 30.000 Coins gekostet. Ich finde, das ist in Ordnung, hat relativ geile Werte, den kann man definitiv als Sub mal bringen. Und beim Stand von 18-3 haben wir dann auch wieder gegen ein sehr, sehr starkes Team gespielt. Ich glaube, das war auch ein Deutscher, wie mir im Chat geschrieben wurde. Auch ein Streamer, soviel ich weiß, da gehen auf jeden Fall Grüße raus, 1-0 am Ende. Relativ unspektakulär und beim Stand von 19-3 geht es dann direkt weiter gegen das nächste Meta-Team. Also wir haben wirklich sehr, sehr krasse Gegner teilweise auch gehabt mit richtig starken Teams, muss man echt sagen. Ich glaube, da kam dann auch in einem der nächsten Spiele einer mit einem halben Team of the Year Icon-Team. Das war auch richtig böse, aber dazu später mehr. Hier mal wieder ein unfassbarer Abschluss von Mondi. Wie er den reinknallt, ist mal wieder unglaublich. Da würde ich sagen, komme ich mal ganz kurz zu einer kleinen Team of the Week Prediction von Foothead mal wieder. Gegner, ja, hier ist der Gegner mit R9, Messi Team of the Year, halbe Team of the Year Abwehr, also ein unfassbar krankes Team. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Wie gesagt, Foothead Prediction, Team of the Week Prediction. Bei der Foothead Team of the Week Prediction ist Mbappé nicht drin. Bei fast allen anderen habe ich ihn allerdings gesehen. Er hat 2 Tore gemacht und eine Vorlage. Ich bin mal gespannt, ob er kommt. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass er kommt. Würde mich aber natürlich freuen, wenn er kommt. Ansonsten Zapata ist drin. Dann haben wir Alonso von Chelsea, Gignac, den guten alten Coutinho. Dann haben wir Orsic. Das wäre natürlich nice für die Headliner-Karte. Der würde auf eine 86 hochgehen. Und wenn die Dynamo Zagrebs dann mal endlich 4 Siege in Folge holen, dann sogar noch ein +1-Rating dazu. Ich muss sagen, Orsic, ich finde ihn übertrieben schlecht. Also ich habe den sehr, sehr oft eingewechselt, als ich ihn mir erspielt habe als Sub. Aber ja, nach 16 Spielen hat er kein einziges Tor als Einwechselspieler gemacht und seitdem wechsle ich den auch nicht mehr ein, weil ich den echt grottenschlecht finde. Von dem her hoffe ich, dass das Upgrade auf eine 86 vielleicht ein bisschen was bringt, denn eigentlich hat er richtig, richtig böse Werte. Also der spielt sich meiner Meinung nach viel, viel schlechter, als die Karte aussagt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr den euch auch erspielt habt. Wie findet ihr den? Also ich finde den grottenschlecht. Der Unterschied zwischen Orsic und Kent ist einfach nur brutal. Kent ist einfach so, so viel stärker als Orsic. Aber was soll's. Wir standen 22-3 und bei dem Stand wollte ich dann natürlich direkt mal Elite 3 klar machen. Das war auch absolut mein Ziel für diese Weekend League. Ich habe beim Teambau ja gesagt, Gold 1 wäre absolut in Ordnung, Elite 3 wäre 1A. Und dann standen wir natürlich 23-3. Dann hat mir auch der gute alte Bene in den Chat geschrieben, jetzt muss ich eigentlich schon auf Elite 1 nochmal richtig reinschwitzen. 4 Spiele, 4 Siege, das
könnte natürlich drin sein. Und wir gehen tatsächlich auch in dem Spiel wieder mit 1-0 in Führung. In der 55. Minute Rashica dann mit einem kleinen Tripling. Wir nehmen die ZDMs mit Mbabu dann wieder auf den guten alten Mondi, der mit einem Trackback. Und der finisht das Ding, als wäre er Cristiano Ronaldo. Ohne Witz, Mondi hat, glaube ich, auch deutlich mehr Tore geschossen als Marcelo nach den 30 Spielen. Ich glaube, der hat 31 Tore in 30 Spielen gemacht. Hier das nächste kranke gegnerische Team mit Headliner, Neymar, Cruyff und so weiter und so fort. Und auch hier wieder Mondi mit dem 1-0. Hier wird Mondi wieder geschickt. Eine kleine Ballrolle, lackt sich so ein bisschen durch. Das Ding ist, dass die im Sturm sich den Ball halt auch extrem oft wieder zurückgeholt haben, dadurch, dass die richtig gut verteidigen können. Einfach ab und zu mal kurz den Ball verloren, aber dadurch, dass die halt so gute Defensivwerte haben, einfach den Ball wieder zurückerobert. Hier sieht man es wieder, wie sich Mondi durchsetzt. Paar Ballrollen, Ball in die Mitte auf Marcelo und der schließt auch mit rechts ab. Und damit war, glaube ich, Elite 2 schon erreicht. Genau, Elite 2 war erreicht und dann hatte ich nur noch zwei Spiele übrig für Elite 1. Wir kommen gegen Pest in the World. Das war so ein Kurt Faker, sage ich einfach mal. Aber auch mit einem ziemlich kranken Team mit Eusebio und Co. Trotzdem schönes Ding in die Mitte auf Rashica, der ja auf seiner Shapeshifter-Karte Linksfuß ist. Den haut er mit rechts rein. Ein bisschen glücklich über den Pfosten, aber ja, den kann man auch fast nicht daneben schießen eigentlich. Von dem her alles gut. Mondi dann wieder mit einem Hacke zu Hacke und mit dem 2-0 richtig, richtig stark gemacht. Aber in der 63. Minute dann nochmal der Anschluss durch Eusebio. Dann wurde es natürlich nochmal spannend. Wir konnten das Ding dann aber über die reguläre Zeit retten. Gegner hatte zwei Schüsse im Spiel. Und dann ging es rein ins entscheidende Spiel um Elite 1. Und das war unser Gegner. Er hatte auf jeden Fall keinen geisteskrankes Pay-to-Win-Team oder so, aber da waren auch viele Metaspieler dabei mit Atal, Shapeshifter, Play of the Month, Ben Yedda, richtig geile Abwehr mit Zakaria und Akanji. Diesen Akanji hätte ich auch unfassbar gerne, aber den werde ich nie im Leben bekommen. Da fehlen mir, glaube ich, noch 50.000 Punkte oder so. Das ist bei mir immer richtig krass, weil ich halt eigentlich nur die Weekend League spiele und unter der Woche diese Wochenaufgaben nie abschließe. Dadurch habe ich eigentlich nie eine Chance auf diese Season Objectives. Wir führen hier 2-0, da war ich mir schon relativ sicher. Gegner kommt dann aber nochmal mit 2-1 ran in der 28. Minute dann, aber der gute alte Kent mit einem kleinen Tripling, mit dem Fake Shot und mit dem Schuss ins kurze Eck zum 3-1. Damit war das Ding für mich ja noch nicht durch, aber da hatte ich schon ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und in der 35. Minute dann wie beim 1-0, 1-1 gleiche Situation. Sie dann mit dem Trackback nach der Ecke zum 4-1, Gegner geht raus und wir holen Elite 1 mit zwei Außenverteidigern im Sturm. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Mit dem Meta Weekend League Team habe ich 5 Monate lang gespielt und das beste Ergebnis waren 26 Siege. Ich glaube, 2-3 Mal waren wir in Elite 2 und jetzt erstes Mal mit so einem Fun-Team und wir holen Elite 1. Ich check's selber nicht so richtig, was da schon wieder los ist, aber was soll's. Ich schneide euch jetzt noch eine kleine Teambewertung hinten dran. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Wir sehen uns auf jeden Fall dann spätestens am Donnerstag zu den Weekend League Rewards wieder und jetzt viel Spaß mit der Teambewertung. Alles klar, dann kommen wir zum Abschluss noch zu einer kleinen Teambewertung und zwar starten wir da beim guten Fandasar. Wobei ich den jetzt eigentlich nicht wirklich gut nennen will, denn auch diese Weekend League hat er wieder das ein oder andere Tor verschuldet. Also den fand ich eigentlich nicht so nice. Ich würde sagen, wir geben eine Bewertung von 1 bis 10. Van der Sar, ja, der hat schon schlechter gehalten. Diese Woche war okay, von dem her kriegt er immerhin 6 von 10 Punkten. Dann kommen wir zur Verteidigung. Und da haben wir auf jeden Fall ein paar Legenden am Start. Zambrotta brauchen wir auch nicht viel dazu sagen. Den spielen wir jetzt auch schon eine Weile. Ja, dem würde ich eigentlich nur solide 9 von 10 geben. Also eigentlich kann man dem auch eine 10 von 10 geben, aber ich will jetzt auch nicht komplett übertreiben. Aber hat keine Fehler gemacht. Absolut geiler Rechtsverteidiger. Dann kommen wir zu Barisic. Da haben viele gesagt, da könnte es kritisch werden mit dem Kollegen. Aber auch der hat mich absolut überzeugt. Der hat halt nicht mal geile Werte. Aber kann man absolut zocken. Und auch bei dem will ich jetzt nicht übertreiben, aber so eine 8 von 10 hat er sich definitiv verdient. Und dann kommen wir zu den beiden ja, Shapeshifter-Innenverteidigern, Zakaria und Alaba. Zakaria auf jeden Fall besser als Alaba, viel besser. Zakaria würde ich eine 9 von 10 geben, so wie Zambrotta, absolutes Monster, 88 Tempo, richtiger Schrank, 1,91 groß, übelst die kranke Stärke. Also der war absolut geil. Alaba
Ja, war in manchen Spielen geil, in manchen nicht so geil. Aber jetzt, alles in allem, muss man ihm nach so einer WL jetzt trotzdem eine 8 von 10 geben. Wahrscheinlich hätte ich ihm jetzt eher so eine 7 gegeben, aber auf lange Sicht spielt er sich dann vielleicht irgendwann mal besser. Und dann kommen wir zum Mittelfeld. Ich würde mal sagen, wir stellen das Team mal noch kurz so um, wie wir es in-game gespielt haben. Und zwar genau so. Ja, dann fangen wir direkt an mit Zidane. War auch wie immer gut. Ich würde ihm auch eine 9 von 10 geben. Hat auch eigentlich keine Fehler gemacht, aber für eine 10 von 10 muss man schon Mbabu sein. Der hat sich die 10 von 10 dieses Wochenende absolut verdient. Der war geisteskrank gut. Hat wirklich alles abgeräumt, alles abgefangen. Das war zu krass. Dann kommen wir zu den Zehnern. Für mich war Kent auch einer der wichtigsten Spieler diese Woche. Auch eine 10 von 10. Ich habe den so gefeiert. Der ging auch wieder ab wie Sau. Rashica, war so ein bisschen unscheinbar, sage ich mal. Dem würde ich, ja, eine 9 ist zu viel bei dem, aber eine 8,5 würde ich ihm geben. Lohnt sich auf jeden Fall. Für 100.000 Münzen macht man da nichts falsch. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt gerade kostet, aber wahrscheinlich sogar weniger. Vielleicht ist er bei 100k geblieben, kann man sich gönnen. Und dann kommen wir zum absolut überragenden Sturm. Mondi und Marcelo. Mondi 30 Spiele, 31 Tore, 16 Vorlagen. Marcelo 30 Spiele, 24 Tore, 17 Vorlagen. Also gefallen tut mir beim Spielen Marcelo besser, aber Mondi hat einfach noch mehr gefinisht. Beide kriegen eine 10 von 10. Es ist nur für die 30 Spiele und nur für den Fakt, dass die als Stürme gespielt haben. Und was die dieses Wochenende abgerissen haben, war geisteskrank. Wahrscheinlich jetzt jede Woche mit denen im Sturm zu spielen, ist wahrscheinlich auch nicht super geil. Aber so eine 9,5 von 10 kann man denen easy geben. Und dem Team insgesamt gebe ich damit auch eine 9,5 von 10. Da ist natürlich noch Luft nach oben, aber hat sich übelst geil zocken lassen. Und dann würde ich sagen, bin ich raus für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus, macht's gut, haut rein und ciao.